Hallo Simpson-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es darum, wir haben unsere RV auf Carvergaser eine ganze Zeit lang nicht im Shop. Letzte Woche ist wieder eine große Lieferung gekommen und zu der neuen Generation RV auf Carvergaser möchte ich euch gerne gleich was erzählen. Also, da sind wir wieder. Wie schon gerade angedeutet, unsere RV auf Carvergaser waren schon lange Zeit jetzt nicht lieferbar. Die 21er hatten wir ein paar Wochen nicht im Shop. Die RV auf K18 sogar seit Anfang des Sommers irgendwann nicht mehr. Das dauert im Moment alles relativ lange, dort irgendwas produzieren zu lassen. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Wir haben vor einer Woche ungefähr eine relativ große Lieferung von den Rohvergasern da bekommen, waren jetzt die ganze letzte Woche beschäftigt mit Umbauen und Fräsen, um daraus unsere RVFK-Vergaser zu machen. Dann die letzten 2, 3 Tage mit ja, Setup finden. Wird überwiegend auf der Straße gemacht. Man macht ein Grundsetup, probiert das in einem normalen Moped. Dann ist es so, dass wir ein und dasselbe Setup in der Regel in 2, 3 verschiedenen, ganz verschiedenen Motoren dort ausprobieren, weil gerade RVFK 18 wird natürlich in zahmen 50ern eingesetzt, genauso wie in alltagstauglichen 100er Motoren. Ne? Um dort einen besten Kompromiss zu finden, machen wir das in der Regel so, dass wir dort mit 2, 3 verschiedenen Mopeds fahren. Das ist jetzt wirklich passiert. Wir sind mit dem Setup hier fertig. Und ja, sind wirklich relativ glücklich, da diese Vergaser wieder im Shop zu haben. Gravierende Änderungen haben wir nicht gemacht. Es ist immer so, dass wenn wir eine neue Produktion anschieben, wir versuchen dort immer Kleinigkeiten dort zu verbessern, beziehungsweise so kleine Schwachstellen dort auszumerzen. Das waren keine gravierenden Sachen, weil wie gesagt, unsere RVFK-Vergaser waren schon davor auf einem relativ hohen Niveau. Aber Details gibt es immer zu verbessern. Womit wir uns dieses Jahr oder dieses Mal beschäftigt haben, war zum Beispiel diese Umluftschraube. Da war ein Punkt, die ist praktisch dafür da, um die Luft des Leerlaufsystems zu regeln. Dort war es im Prinzip so, dass bei den Vergasern der letzten Generation die Umluftschraube relativ weit rausgedreht werden musste für die Basiseinstellung. Die war oft so 4, 5 Umdrehungen rausgedreht. Hat uns nicht so richtig perfekt gefallen, weil damit halt einfach die Schraube relativ locker sitzt, rausklappern kann, insgesamt ein kleines bisschen klappert. Daher haben wir jetzt die Details geändert. Ich habe es jetzt hier mal versucht mit dem Edding darzustellen. Und zwar haben wir den konischen Bereich von dem, das ist die neue Schraube, das ist die vorgängige Version, haben praktisch den konischen Teil weiter vorn beginnen zu lassen. Das hat den Effekt, dass ich die praktisch jetzt weiter reingeschraubt. Also im Prinzip hier an der Stelle ungefähr kommt dann der Nebenluftkanal und die Schraube ist jetzt praktisch weiter drin, bevor sie in den Bereich kommt, wo sie vom Regeln her dort den Luftkanal hier aufmacht. Und zum anderen, weiß ich nicht, ob man sieht, aber haben wir auch den Winkel dieses Konuses kleiner gemacht, um die Schraube einfach sensibler zu machen, weil früher war es so, man hat diese Idealposition irgendwo gefunden, bei, ich weiß es nicht, lass es 4,5 Umdrehungen zum Beispiel gewesen sein. Dann war es so, war man dort eine Viertelumdrehung zu weit drin oder weiter drin, ne, war es halt schon zu fett, ne, beziehungsweise eine Viertelumdrehung zu raus, war es im Prinzip zu mager schon. Also man hat einen relativ kleinen Bereich gehabt, wo man sich wirklich genau mit dieser Schraube befinden muss. Und ich sag mal, jedes Gewinde klappert ein kleines bisschen, ist nicht ganz so exakt auf dieser Position. Deswegen war es halt dort schwierig, dort in dem Achtel-Umdrehung-Bereich die Stellung zu finden, die halt wirklich dort ideal war. Jetzt mit dem etwas spitzeren Kegel ist es so, dass ihr von der Idealposition auch mal eine halbe Umdrehung rein oder rausdrehen könnt. Dann wird es auch magerer oder fetter, aber halt nicht so schlagartig. Ne? Also ihr habt dort einen viel breiteren Bereich, wo man den Vergaser feiner einstellen kann vom Setup her. Und ist auf jeden Fall jetzt noch besser möglich, dort ja, das ideale Leerlaufgemisch zu finden, weil einfach das Ganze nicht ganz so drin rumklappert. Das war der eine entscheidende Punkt, was wir dort wirklich verbessern wollten. Der zweite Punkt war, womit wir uns viel beschäftigt haben, war der Vergaserzulauf. In den seltenen Fällen, wo es mit einem RVFK-Vergaser mal ein bisschen ein Problem gab, bezog sich das allermeistens auf den Vergaserzulauf, dass der nicht schnell genug erfolgen konnte.
dann war der Effekt, dass es nicht die Vergaserwanne komplett leer zieht, aber zumindest das Niveau in der Schwimmerkammer nimmt ab. Dadurch wird das Vergasergemisch über den gesamten Bereich magerer und es war halt schwierig, ein ideales Setup zu finden, ne? Weil im Prinzip, selbst wenn ihr ist perfekt, ist Setup schon wirklich gut gewesen ist, ihr fahrt halt 3 Kilometer Vollgas geradeaus, dadurch nimmt das Niveau hier ein Stück ab, wird praktisch über den gesamten Bereich dann magerer, ne? Dann fängt er wieder an, dort nachzujustieren, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig gewesen ist, weil diese eigentliche Abweichung vom Setup halt nur durch den niedrigen Benzinniveau gekommen ist. Das haben wir jetzt versucht zu vermeiden. Wir haben den Benzinzulauf einfach mal komplett, ja, und dort nochmal komplett versteift. Wir haben jetzt über 200 Milliliter, was in den Vergaser reinlaufen zu jeder Zeit. Also nicht, was jetzt vom Benzinhahn hier oben ankommt, sondern das, was wirklich durch die ganzen Kanäle, durchs Schwimmernadelventil am Schwimmer vorbei, dort halt wirklich in der Wanne halt landet. Und das ist auf jeden Fall schon mehr als ausreichend, um das jetzt ständig ja, konstant zu halten. Das waren die zwei großen Bereiche, wo wir uns drum bemüht haben. Viele andere Details ja, haben wir im Prinzip so behalten, beziehungsweise hatten wir schon, wie diese Nebenluftdüse, die praktisch die genaue Luftmenge steuert von diesem geschlossenen System, was einfach die ganze Abstimmung dieses CS-Systems ein kleines bisschen leichter macht. Von daher mussten wir nicht wesentliche Sachen dort mehr verändern, weil der Vergaser war davor halt schon wirklich gut. Was ich noch halt ein kleines bisschen erwähnen, ach so, Montageanleitung haben wir nochmal komplett überarbeitet und vor allen Dingen auch jetzt ausschließlich auf diese CS-Vergaser hin beschrieben, weil dort im ganzen Vergaser-Setup gibt es einfach ein paar Unterschiede zwischen so einem CS und diesen anderen herkömmlichen Vergasern. Und um das noch ein bisschen genauer beschreiben zu können, haben wir unsere Anleitung ausschließlich auf diese CS-Vergaser jetzt beschrieben, um euch dort auch noch ein bisschen ausführlicher zu erklären, was passiert im Teillast, wie ändere ich jetzt, wenn ich das und das Problem habe, oder wie mache ich es dort oder magerer oder fetter, ist es jetzt eine Sache der Teillastnadel oder Düsenstock oder was auch immer, haben wir einfach versucht, hier noch ein kleines bisschen deutlicher rauszubringen. Ansonsten, was ich noch gerne euch ans Herz legen möchte, versucht bitte nicht, irgendwelche Fremdteile hier reinzubauen in den Vergaser. Klar, es ist ein BVF, augenscheinlich ein BVF-Vergaser. Irgendwie passt hier alles hier rein, ne, was es so auf dem Markt gibt. Und es gibt eine ganze Reihe von Vergasern, die dieses System schon nachbauen, beziehungsweise die ähnlich gebaut sind als unserer, aber halt nicht ideal perfekt. Ne? Es gibt dort einfach verschiedene kleine Details, die ein kleines bisschen abweichend sind. Und diese Detailabweichungen, bin ich mir sicher, können 9 von 10 Kunden von euch nicht mal messen. Ne? Zum Beispiel ist es halt so, gerade die Teillastabstimmung. Da gibt es einfach verschiedene Philosophien drüber. Der Teillastbereich wird praktisch gemildet aus der Dicke der Nadel und der Dicke der Nadeldüse halt hier. Ne? Und dort gibt es x verschiedene Versionen oder Möglichkeiten, wie man das hier macht. Wir haben uns halt dazu vor Jahren schon entschlossen, das mit diesen vielen verschiedenen Düsenstöcken zu machen, die wir alle 200 Millimeter im Prinzip hier haben und die Nadel so zu lassen, wie sie halt ist, abgesehen von ihrer Höhenposition, aber halt nicht mit verschiedenen Nadeln zu arbeiten, um damit jede Kombination im Teillastbereich bedienen zu können. Es gibt aber auch den anderen Weg, dass man praktisch den Düsenstock hier konstant hält und praktisch mit verschiedenen Nadeldicken in dem Sinne hier arbeitet. Das funktioniert auch. Es gibt auch da keinen falschen oder keinen richtigen Weg. Die großen Vergaserhersteller sind sich dort auch nicht einig. Zum Beispiel ist es Mikuni zum Beispiel, arbeitet mit unserem System, stellt also für einen Vergasertyp, macht für den Setup verschiedene Düsenstöcke und arbeitet dann mit einer Nadel. Kaihin geht genau den anderen Weg. Die haben praktisch einen Düsenstock für ihren 20er oder 24er Kaihin-Vergaser. Und haben dann zig verschiedene Nadeln, die hier im Basisdurchmesser her unterschiedlich sind. Jeder Weg für sich funktioniert. Aber was halt nicht funktioniert, ist, wenn man das eine System mit dem anderen mischt. Ne? Weil wenn ihr jetzt unseren Düsenstock drin habt oder unseren abweichenden Düsenstock und dann andere Nadeln mit irgendwelchen Bezeichnungen, wo ich dann nicht weiß, in welchem Bereich die welche Maße dort im Prinzip haben,
dann kann das mit ganz viel Glück auch funktionieren, aber das ist eine reine Glückssache. Also keiner kann euch dort dann Hinweise geben oder helfen oder die Richtung weisen, ne? Es ist meiner Meinung nach nicht notwendig, weil mit allem, was wir für unsere Vergaser haben, das ist der große Vorteil an den RVFK-Vergasern, dass wir jedes Setup-Teil, was ihr braucht, einzeln da haben, ne? Also ihr habt alle Möglichkeiten, den Leerlauf dorthin zu stellen, wo ihr ihn braucht. Im Teillastbereich haben wir für den unteren Teillastbereich alle möglichen Düsenstöcke, um den fetter oder magerer zu machen. Den oberen Teillastbereich machen wir mit der Nadelposition. Hauptdüsen haben wir sowieso alle 200 Millimeter. Von daher ist es an sich nicht notwendig, dort irgendwelche Fremdteile reinzubauen. Beziehungsweise ist es halt auch, es gibt zum Beispiel auch jetzt von anderen Nachbarvergasern Düsenstöcke 265. Ich weiß aber nicht, ob dieser 265er Düsenstock, ob der zwischen unserem 264 und unserem 266er liegt oder irgendwo ganz anders aus der Reihe tanzt, weil an so einem Düsenstock gibt es eine ganze Reihe anderer Parameter, die noch entscheidend sind als dieser reine Durchmesser. Von daher macht ihr es einfach euch unnötig kompliziert, wenn ihr dort irgendwelche fremden Teile dort reinbaut. Und meiner Meinung nach ist es einfach nicht notwendig. Von daher, wie gesagt, RVFK 18 und 21 habt ihr ab sofort wieder im Shop. Es ist nicht mehr notwendig, auf irgendwelche Fremdmodelle hier umzusteigen. Also schaut es euch im Shop nochmal an und viel Spaß damit.